14.502 erledigt. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 13, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 14.384. Beim Umgang mit Fake News darf die Meinungs- und Pressefreiheit in Deutschland nicht eingeschränkt werden. Ich öffne die Aussprache und erteile für die Fraktion der Piraten dem Kollegen Kern das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Fake News, das sind gezielt gestreute, falsche oder auch manipulierte Nachrichten, oftmals zum Verfolgen monetärer Interessen, aber auch um die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Genau wie die artverwandte Hate Speech sind sie ein wirtschaftliches und politisch-gesellschaftliches Phänomen des digitalen Zeitalters. Nun ist in der politischen Befassung genau das eingetreten, wovor wir Piraten immer gewarnt haben. Die Pläne von Bundesjustizminister Heiko Maas stellen massive und nicht zu rechtfertigende Eingriffe in die Meinungs- und sogar Pressefreiheit in Deutschland dar. Und es zeigt sich mal wieder, das Grundverständnis für digitale Kommunikationsformen und deren gesellschaftliche Auswirkungen fehlt der schwarz-roten Bundesregierung vollkommen. Der Justizminister hat am Dienstag also den Entwurf zum sogenannten Netzwerkdurchsetzungsgesetz vorgestellt. Schauen wir uns diesen Entwurf einmal an. Erstens, Maas weitet den Begriff der sozialen Netzwerke gefährlich aus. Auf einmal geht es nicht nur um öffentliche Posts über Facebook und Twitter, sondern auch private, im Grunde nicht öffentliche Kommunikation per Messenger-Dienste oder sogar E-Mail-Dienste. Und die sollen jetzt den Richter spielen über rechtswidrige Inhalte ihrer Nutzer. Zweitens, Bußgelder von bis zu 5 Millionen € und rasante Bearbeitungspflichten ohne richterliche Überprüfung sollen die Plattformbetreiber derart unter Druck setzen, dass die am besten schon im vorauseilenden Gehorsam kritische Einträge löschen. Das ist ein Einstieg in die privatisierte Zensur und Rechtsprechung mit Facebook und Twitter als Internetpolizei und Richter und dem Bundesjustizministerium als übergelagerter Wahrheitskommission. Das machen wir Piraten nicht mit. Richtig ist natürlich, dort, wo gegen geltendes Recht verstoßen wird, gegen Verleumdung oder Volksverhetzung, muss eingegriffen werden. Und auch mit Löschung. Aber was die deutsche Bundesregierung hier vorschlägt, ist das Outsourcen der Rechtsprechung im digitalen Raum. Und ich möchte hier mal einen kommunikationstheoretischen Rückblick vornehmen. Im Zeitalter der Massenmedien wurde von Feindsendern und Feindpropaganda gesprochen, gegen die man staatlich vorgehen müsse. Auch im Zeitalter der dezentralen Online-Kommunikation, also der digitalen Revolution, will man gegen Feind News vorgehen und erfindet dafür den Begriff Fake News, weil es den einen singulären Sender nicht gibt, den man dämonisieren kann. Und das Problem ist doch auch hausgemacht. Der grassierende Vertrauensverlust in die Mainstream-Medien schafft erst den Raum für Fake News. Was wir aber jetzt brauchen, ist ein klares und uneingeschränktes Bekenntnis zur Meinungs- und Pressefreiheit in Deutschland. Und genau das ist der vorliegende Antrag der Piraten. Wir wollen nicht unterdrücken, zensieren und mit Bußgeldern einschüchtern. Wir Piraten wollen die digitale Medienkompetenz und das Vertrauen in Qualitätsjournalismus stärken, sodass Fake News erst überhaupt kein Gehör finden. Gegen Zensur, für Meinungsfreiheit. Machen Sie mit. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege.